Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Die Geschichte der Abderiten oder Der Prozess um des Esels Schatten von Christoph Martin Wieland. Erstes Kapitel. Veranlassung des Prozesses und Facti Species. Der Periodus Fatalis der Stadt Abdera schien endlich gekommen zu sein. Kaum hatten sie sich von dem wunderbaren Theaterfieber, worin sie des ehrlichen, arglosen Euripides, Götter- und Menschenherrscher Amor, heimgesucht hatte, wieder ein wenig erholt, kaum sprachen die Bürger wieder in Prosa miteinander auf den Straßen, kaum verkauften die Drogisten wieder ihre Niesewurz, schmiedeten die Waffenschmiede wieder ihre Rapiere und Tranchiermesser, machten sich die Abderitinnen wieder keusch und emsig an ihr Purpurgewebe und warfen die Abderiten ihr leidiges Haberrohr weg, um ihren verschiedenen Berufsarbeiten wieder mit ihrem gewöhnlichen guten Verstande obzuliegen. Als die Schicksalsgöttinnen ganz insgeheim aus dem schalsten, dünnsten, unhaltbarsten Stoff, der jemals von Göttern oder Menschen versponnen worden ist, ein so verworrenes Gespinste von Abenteuern, Händeln, Verbitterungen, Verhetzungen, Kabalen, Parteien und anderem Unrat herauszogen, dass endlich ganz Abdera davon umwickelt und umsponnen wurde. Und da das heillose Zeug durch die unbesonnene Hitze der Helfer und Helfershelfer in Flammen geriet, diese berühmte Stadt darüber beinahe und vielleicht gänzlich zugrunde gegangen wäre, wofern sie nach des Schicksalsschluss durch eine geringere Ursache als Frösche und Ratten hätte vertilgt werden können. Die Sache fing sich, wie alle großen Weltbegebenheiten, mit einer sehr geringfügigen Veranlassung an. Ein gewisser Zahnarzt namens Struzion, von Geburt und Voreltern aus Megara gebürtig, hatte sich schon seit vielen Jahren in Abdera häuslich niedergelassen. Und weil er vielleicht im ganzen Lande der einzige von seiner Profession war, so erstreckte sich seine Kundschaft über einen ansehnlichen Teil des mittäglichen Thraziens. Seine gewöhnliche Weise, denselben in Kontribution zu setzen, war, dass er die Jahrmärkte aller kleinen Städte und Flecken auf mehr als 30 Meilen in der Runde bereisete, wo er neben seinem Zahnpulver und seinen Zahntinkturen gelegentlich auch verschiedene Arkana, wieder Milz- und Mutterbeschwerungen, Engbrüstigkeit, böse Flüsse und so weiter mit ziemlichem Erfolg absetzte. Er hatte zu diesem Ende eine eigene Eselin im Stalle, welche bei solchen Gelegenheiten zugleich mit seiner eigenen kurz dicken Person und mit einem großen Quersack voll Arzneien und Viktualien beladen wurde. Nun begab sich's einstmals, da er den Jahrmarkt zu Gerania besuchen sollte, dass seine Eselin abends zuvor ein Föhn geworfen hatte und folglich nicht imstande war, die Reise mitzumachen. Struzion mietete sich also einen anderen Esel bis zum Ort, wo er sein erstes Nachtlager nehmen wollte, und der Eigentümer begleitete ihn zu Fuß,
um das lastbare Tier zu besorgen und wieder nach Hause zu reiten. Der Weg ging über eine große Heide. Es war mitten im Sommer und die Hitze diesen Tag war sehr groß. Der Zahnarzt, dem sie unerträglich zu werden anfing, sah sich lechzend nach einem Schattenplatz um, wo er einen Augenblick absteigen und etwas frische Luft schöpfen konnte. Aber da war weit und breit weder Baum noch Staude noch irgendein anderer schattengebender Gegenstand zu sehen. Endlich, als er seinem Leibe keinen Rat wusste, machte er Halt, stieg ab und setzte sich in den Schatten des Esels. »Nu, Herr, was macht ihr da?« sagte der Eseltreiber. »Was soll das?« »Ich setze mich ein wenig in den Schatten«, versetzte Struzion. »Denn die Sonne gibt mir ganz unleidlich auf den Schädel.« »Nee, mein guter Herr«, erwiderte der andere, »so haben wir aber nicht gehandelt. Ich vermietete euch den Esel, aber des Schattens wurde mit keinem Wort dabei gedacht.« »Eh«, sagte der Zahnarzt lachend, »der Schatten geht mit dem Esel, das versteht sich doch.« »Ei, beim Jason, das versteht sich nicht«, rief der Eselsmann ganz trotzig. »Ein anderes ist der Esel, ein anderes ist des Esels Schatten. Ihr habt mir den Esel um so und so viel abgemietet. Hättet ihr den Schatten auch dazu mieten wollen, so hättet ihr es sagen müssen. Mit einem Wort, Herr, steht auf und setzt eure Reise fort. Oder bezahlt mir für des Esels Schatten, was billig ist.« »Was?« schrie der Zahnarzt. »Ich habe für den Esel bezahlt und soll itzt auch noch für seinen Schatten bezahlen? Nennt mich selbst einen dreidoppelten Esel, wenn ich das tu. Der Esel ist einmal für diesen ganzen Tag gemietet und ich will mich in seinen Schatten setzen, so oft's mir beliebt, und darin sitzen bleiben, solange mir's beliebt. Darauf könnt ihr euch verlassen.« »Ist das euer Ernst, eure Meinung?« fragte der andere mit der ganzen Kaltblütigkeit eines tragischen Esel. »Ist das im Ernst, eure Meinung?« fragte der andere mit der ganzen Kaltblütigkeit eines tragischen Eseltreibers. »Im ganzen Ernste«, versetzte Struzion. »So kommt der Herr nur gleich stehenden Fußes wieder zurück nach Abdera vor die Obrigkeit«, sagte jener. »Da wollen wir ja schon sehen, wer von uns beiden Recht behalten wird. So wahr Priapus mir und meinem Esel gnädig sein, ich will sehen, wer mir den Schatten meines Esels wider meinen Willen abtrotzen soll.« Der Zahnarzt hatte große Lust, den Eseltreiber durch die Stärke seines Arms zu Gebühr zu verweisen. Schon ballte er seine Faust zusammen, schon hob sich sein kurzer Arm, aber als er seinen Mann genauer betrachtete, fand er für besser, ihn allmählich wieder sinken zu lassen und es noch einmal mit gelindern Vorstellungen zu versuchen. Aber er verlor seinen Atem dabei. Der ungeschlachte Mensch bestand darauf, dass er für den Schatten seines Esels bezahlen wollte. Und da Struzion ebenso hartnäckig dabei blieb, nicht bezahlen zu wollen, so war zuletzt kein anderer Weg übrig, als nach Abdera zurückzukehren und die Sache beim Stadtrichter anhängig zu machen. Sie hörten Geschichte der Abderiten, zweiter Teil, viertes Buch, erstes Kapitel, Veranlassung des Prozesses und
Facti Species von Christoph Martin Wieland. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.